Wenn Willi Astor wie hier in Mach Tränk auf der Bühne steht, bleibt kein Auge trocken. Willi Astor ist sozusagen Wortakrobat, Sprachjongleur und seit kurzem auch noch Jäger des verlorenen Satzes. So heißt nämlich sein neues Bühnenprogramm, mit dem der Münchner derzeit durch Österreich, Deutschland und die Schweiz tourt. Es ging um Malerei in der späten Renaissance und da war dann nach 2 Wochen Abschlussprüfung, hab das Beutel mal mitgenommen. Ich wollte es euch mal schnell zwingen, weil ich bin da auch ein bisschen stolz drauf. Nein, weil es ist tatsächlich so, mal ganz kurz gesagt, das war jetzt übrigens eine Wahlwiederholung. Und letzten Endes ist es schon auch das Symbol meiner Arbeit, dass ich als Wortspieler immer auf der Jagd bin, um mit der deutschen Sprache etwas anzustellen und möglichst einen intelligenten Wortwitz draus zu basteln. Bis 1985 arbeitet er als Werkzeugmacher und Maschinenbautechniker bei BMW. Dann tauscht Willi Astor seinen Beruf gegen das ein, wozu er sich bis heute berufen fühlt, die Bühne. Und, letzten Endes mache ich jetzt als Komödiant oder als Musiker auch nichts anders. Also ich feile an meinen Texten, ich fräse an Formulierungen, ich drehe an meinen Ideen umeinander. Also es ist tatsächlich, das macht mir einfach viel mehr Spaß und ich glaube tatsächlich, dass der Maschinenbau für mich eher ein Sprungbrett war, ein sehr, sehr wichtiges, weil ich bin dort auch geformt worden als Mensch. Geprägt haben ihn auch die Entertainer der guten alten Zeit, wie Willi Astor sie nennt. Die Rede ist von Persönlichkeiten wie Peter Alexander, Frank Elstner oder auch Rudi Carrell. Herausfordernd am Beruf des Unterhaltungskünstlers, kreativ bleiben und Schreibkrisen überwinden. Es gibt unglaubliche schlimme Schreibkrisen. Da möchten Sie nicht mit mir verheiratet sein, weil da bin ich einfach auch wirklich schwer auszuhalten wahrscheinlich. Aber wenn dann doch wieder eine schöne Nummer kommt, das ist dann so die größte Belohnung. Das ist dann wie Weihnachten und Geburtstag miteinander. Ich finde es einfach cool, wenn nachher trotzdem nach so einer langen Zeit auf der Bühne Spaß, Kabarett, aber auch das Ernste von ihm kommt und die Leute, die klatschen, mein Herz im Hintergrund, jetzt sie klatschen einfach, weil er ein guter Typ ist, weil er die Leute zum Lachen bringt, aber auch zum Nachdenken. Ich kenne seine Programme, ich kenne den Kindischen Ozean. Ich finde einfach, dass er ein Wortakrobat der Sonderklasse ist und das gefällt mir. Wir haben heute Freunde mit, die sind alle schwer begeistert, also ja, Daumen hoch für ihn und ich hoffe, dass er wieder mal kommt mit einem neuen Programm. Dieses Mal mit dem Gepäck. Das ist ein kleines Lied für Österreich. Am Wolfgangsee geht's über einen großen Teich. Ein kleines Lied für Österreich. Ich habe in Österreich so viel unglaublich tolle Leute kennengelernt und also so Fans gefunden. Für mich ist es natürlich schön, als Bayer hier immer willkommen zu sein, weil der bayerische Dialekt anscheinend hier beliebt ist. Aber ich habe noch nie einen schlechten Abend gehabt in Österreich. Und das wird sich wohl so schnell auch nicht ändern. Die Jagd nach dem verlorenen Satz in Mach Tränk sichtlich erfolgreich.